Salve a tutti. Hier ist Christian Schlegel. Ich bin auch wieder da. Nach 4 Wochen Ferien oder Auszeit kann ich nur jedem empfehlen. Weltklasse. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe abgenommen. Ich habe Sport gemacht. Das ist super. Das muss man irgendwann machen. Bei mir war es der Grund, ich habe einfach zu viel gemacht. Und es kommt ja jetzt auch bald die App und die braucht meine volle Aufmerksamkeit. Also ich habe das sehr genossen. War sehr, sehr schön. Aber jetzt ist auch das wiederum, wir haben den 4. Dezember, es ist 17.13 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Den DAX mache ich erst wieder am Wochenende. Und vor euch liegt der Chart vom Dow Jones, recht interessant, also bezogen auf den Zeitraum von vor 4 Wochen. Als ich gefahren bin hier, hat sich eigentlich gar nicht so viel getan, im DAX auch nicht. Ich glaube, der DAX war per gestern Abend 50 Punkte höher, mehr war das gar nicht. Jetzt heute ist er während des Tagesverlaufs ein bisschen höher gegangen. Aber was ist hier passiert? Wir haben hier ein neues All-Time gemacht, gar keine Frage. Dann haben wir relativ schnell rund 1000 Punkte verloren. Und dieser Freund ja hier ist ja ein Regenschirm-Doji. Das Interessante in diesem Fall, das ist der kleine Bruder vom Hammer, ist, dass wir waren außerhalb des insgesamt sehr engen Bollinger-Bandes und wir haben wieder drin geschlossen. Außerdem haben wir nicht ganz das 38,2er Retracement gesehen. Von dieser ganzen Bewegung hier von 25.738 hoch bis zur 28.200 rund. Das ist auch eine Unterstützung. Und dann kommt diese Unterstützung natürlich auch noch von hier, vom Juli diesen Jahres und dann hier rüber. Und von daher ist der Bereich um die 27.250 schon eine ganz gute Unterstützung. Das hat er schön gemacht. Am besten gefällt mir die Tatsache, dass er außerhalb des Bandes war und wieder in das Band reingegangen ist, um da zu schließen. In der Zwischenzeit hat sich die Technik hier deutlich abgebaut, da ist nichts mehr von wegen überkauft oder wie auch immer, nee, ganz im Gegenteil. Wir sind sogar technisch tiefer, seht ihr hier, als in dem Bereich vom 28.10. Gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Wir alle wissen, dass jetzt die Tweets von dem Weltmeisterpräsidenten immer mal wieder die Märkte reagieren lassen, ganz klar. Und da kann jede Zeit wieder irgendwas bekommen mit irgendwelchen Handelskonflikten. Das ist das Problem. Aber wenn ich das jetzt mal außen vor lasse, da ist nichts. Ja, das sieht relativ gut aus. Es ist kein massives Verkaufssignal. Wirklich positiver würde er werden, wenn wir hier das neue oder das jetzige All-Time-High nochmal rausnehmen. Soweit ist es noch nicht. Für die Leute, die sagen, okay, der Markt ist jetzt schon relativ tief und sollte wieder hochgehen, die sollten sich eine Option suchen, deren Basis unterhalb der 26.677, das es hier liegt, ist auch gleichzeitig das 61,8er. Und da bietet sich von Goldman sowas hier an. Das sind 26.630er Schein, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB45LZ. GB45LZ, 26.630 liegt also hier etwas drunter, aber oberhalb der 200-Tage-Linie. Für die Leute, die sagen, nee, der ist jetzt hier, der ist erschöpft, der muss jetzt mal weiter runtergehen, kann ich einen Stop bzw. die Basis relativ kurz hier hinterwählen. Hinter der 28.200 und dann habe ich sowas hier. 28.258, auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB4Z1X. Da liege ich also etwas hier hinter, auch oberhalb des oberen Bollinger-Bandes. Das wäre da die Geschichte. Im Moment muss ich sagen, ich würde mal schätzen, 55 zu 45 für den Dow, dass er durchaus noch mal ein bisschen höher gehen kann. Mir reichen die Verkaufssignale nicht. Bei mir überwiegen eben solche positiven Signale wie das hier aus dem Band raus und wieder rein, finde ich besser. Ich gehe den Markt hier noch nicht short. Ich glaube, das ist zu früh. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.